Vom General zum Präsidenten. Der politische Neuling Petro Pavel legt in Tschechien noch einmal einen Aufstieg hin. Der Ex-Militär gewinnt heute die Stichwahl klar. Pavel erhält rund 58% der Stimmen und setzt sich deutlich gegen den früheren Premierminister Andrej Babiš durch. Der hat einen hitzigen Wahlkampf geführt, dem Pavel mit viel Ruhe begegnet ist. Schon vorher galt er als Favorit, dass er so haushoch gewinnt, war nicht abzusehen. Seine Siegesrede muss der ehemalige General aufgrund des Applaus mehrmals unterbrechen. Ich sehe, dass bei dieser Wahl Werte gewonnen haben. Werte wie Wahrheit, Würde, Respekt und Demut. Es ist eine Anspielung auf den teils schmutzigen Wahlkampf. Ausgehend auch von seinem Gegner, dem Milliardär und den einstigen Regierungschef Andrej Babiš. Nachdem sein Name in den Panama Papers aufgetaucht ist, versuchte er mit seinem Populismus und Einschüchterungsversuchen, die Bevölkerung auf seine Seite zu bekommen. Seine eindeutige Niederlage gesteht er schnell ein. Der neue Präsident Tschechiens, aufgewachsen in der kommunistischen Tschechoslowakei, geht aufs Militärgymnasium und auf die Militäruniversität und steigt in der Armee schnell auf und wird schlussendlich Geheimagent. Nach der politischen Wende 1989 bildet er sich im Ausland weiter. 2018 wird er Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, die höchste militärische Instanz in dem Bündnis. Sein Image, dass er mit seiner langjährigen Militärerfahrung ein Land anführen kann, nutzt er im Wahlkampf. Sein Motto: Genug Chaos, ich biete Ordnung und Würde. Im März löst er den derzeitigen Staatschef Miloš Zeman nach 10 Jahren im Amt ab. Tschechien bekommt also nach einem Jahrzehnt einen neuen Präsidenten. Miloš Zeman hat ja gern provoziert, war umstritten, auch wegen vieler seiner Aussagen und Ansichten. Ernst Gelex in Prag. Der künftige Hausherr in der Prager Burg, Petr Pavel, hat angekündigt, einen neuen Stil in die Politik bringen zu wollen. Wie wird der ausschauen? Also was erwartet Tschechien? Ja, Petro Pavel wird auf alle Fälle ganz anders auftreten als der scheidende Präsident Miloš Zeman, der ja oft mit provokanten und teilweise auch beleidigenden Äußerungen aufgefallen ist. Pavel wird sein Amt vermutlich so führen, wie er den Wahlkampf geführt hat, nämlich ruhig und besonnen. Und Pavel will wieder neue Werte in die Politik bringen, nämlich Anstand, sagt er, Würde, Wahrheit, Ehrlichkeit und Respekt. Und respektvoll war Pavel auch in den zahlreichen Fernsehdebatten. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat auch sich nicht provozieren lassen, auch nicht, als Babiš ihm vorgeworfen hat, er sei ein Kriegstreiber, nur weil Pavel gesagt hat, der Ukraine müsse geholfen werden, Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen. Daraufhin hat Babiš gesagt, er wolle Tschechien in den Krieg hineinziehen. Eine Aussage, die die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hier nicht wirklich ernst genommen haben. Aufatmen dürfte auch die liberal-konservative Regierungskoalition. Sie steht nämlich einem Präsidenten gegenüber, der Kooperation sucht und nicht Konfrontation. Danke, Ernst Gelex, für diese Informationen live aus Prag.